Hallo und ahoi zum fünften Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toy Box aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, kleiner Rückblick. Was ist passiert? Wir sind in Mealy Island an Land gegangen und der Plan war, dass wir endlich das Geheimnis von Monkey Island finden wollen. Das ja nun schon seit... also dieses Spiel spielt nach dem zweiten Teil, aber es gab ja noch ein paar mehr Monkey Island Spiele und in denen wurde immer nicht das Geheimnis gelüftet von Monkey Island, so wie das ursprüngliche Spiel eigentlich geheißen hat. Und wir sind also in Mealy Island herumgeirrt und haben festgestellt, da ist relativ viel, hat sich verändert. Die politische Lage ist brisant. Es gibt neue Piraten-Oberhäupter, die auch sehr unfreundlich waren. Sie wollten unsere vollkommen sinnlose Suche nach dem Geheimnis nicht unterstützen finanziell. Und parallel dazu hat aber unser Erzfeind LeChuck mit seinem Schiff auch hier angelegt und sammelt Crew und Vorräte ein, um genau das Gleiche zu machen, was wir machen wollen. Und Synergieeffekte muss man nutzen. Deswegen sind wir jetzt auch, haben wir uns entschlossen, auf das Schiff von LeChuck zu kommen, um dann mit ihm da nach Monkey Island zu segeln. Was gar nicht so einfach war, weil wir Hausverbot bekommen hatten, schon am Anfang. Wir konnten also gar nicht auf das Schiff. Das heißt, zwei Dinge waren wichtig. Das eine ist, wir müssen einen Job auf dem Schiff übernehmen können. Dafür brauchen wir einen Mob. Und das zweite war, man darf uns nicht erkennen. Dafür brauchen wir eine gute Verkleidung. Und das haben wir jetzt geschafft. Beziehungsweise nicht jetzt, sondern beim letzten Mal. Weißt du noch, wo wir waren? Und jetzt kommt nochmal eine Kurzzusammenfassung. Das ist ja ein tolles Feature, finde ich, an diesem Spiel, dass man sich nochmal ganz kurz erzählen lassen kann, was man verpasst hat. Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Okay, ich war hinter dem Geheimnis von Monkey Island her. Und ich beschloss, dass der einfachste Weg zur Insel darin bestand, mich in der Mannschaft von LeChucks Schiff anzumelden. Irgendwann würde ich eine Meuterei anzetteln. Ich hatte mir einen Mob gebaut, um einen Job als Schrubbi zu bekommen, aber ich stand auf der schwarzen Liste. Sie wollten mich nicht einstellen, solange ich war. Nun zurück zur Geschichte. Genau. Und dann haben wir uns eine Augenklappe, eine voodoo-magische Augenklappe noch besorgt, die uns ermöglicht, unsere Gestalt zu verändern, sodass man uns nicht mehr erkennt. Und ich muss ja sagen, ich finde das hier auch wieder sehr nett gemacht. Ne? Die ganzen, also alle lesbaren Texte zumindest, sind auch übersetzt. Das war auch in der Original, also in der Erstveröffentlichung, letztes Jahr auch schon der Fall. Nur die Sprachausgabe war halt nur auf Englisch. Und ansonsten gab es deutsche Untertitel. So. Ich würde sagen, jetzt müssen wir hier unsere... die fleischfressende Pflanze brauchen wir nicht. Aber unsere Augenklappe brauchen wir. Wo ist die denn? Dies ist eine Pflanze mit einer schlechten Einstellung und genug Spitzenteilen, um das zu untermauern. Also meinen Mob habe ich schon. Guck nochmal auf die To-Do-Liste. Ah, ach
Stimmt, ich hatte da... Es ist der Nachteil, wenn man... Hey, pass auf! Das ist der Nachteil, wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat. Da waren wir noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht... Kannst du mir sagen, wo ich den Biss der tausend Nadeln finde? Ich wünschte, ich könnte es. Ich auch. Ja, aber wir haben etwas Ähnliches. Bitteschön, der Biss der tausend Nadeln. Sag mir, ist das ein uralter, mächtiger Zauber oder einfach eine Pflanze, die du im Wald gefunden hast? Guten Abend. Du warst ziemlich undeutlich, was du wolltest, selbst für deine Verhältnisse. Ich habe mein Bestes gegeben. Nun gut. Du warst ja schon immer nur von der Sorte. Nah genug. Danke. Weiß nicht, ob das... Kommt, ihr Geister der Täuschung und des Todes. Trinkt eure Verjüngung und erwacht. Tod? Kein Grund zur Sorge. John Laney, dieser unglückliche Junge braucht deine Hilfe. Hey! Erbarme dich seiner und gib ihm die Kraft, sich vor seinen Feinden zu verstecken. Du musst es nicht so ausdrücken. Das war's? Es sei denn, du möchtest die erweiterte Servicegarantie in Anspruch nehmen. Nein, danke. Ich bin kein Trottel. Was schulde ich dir? Vielleicht probierst du sie erst an, bevor wir über die Bezahlung sprechen. Und? Wie sehe ich aus? Ja! Was zum Teufel? Ich sehe aus wie ein Zombie. Ist sie kaputt? Naja, ich tue, was ich kann. Ich trage sie nur, wenn ich sie wirklich brauche. Bäh. Gern geschehen. Ich glaube, ich bin bereit, in See zu stechen. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Genau, jetzt können wir, glaube ich, auch auf unsere sehr übersichtliche To-Do-Liste gucken. Und dann steht da drauf, wir haben keine eigene Expedition organisiert, wir haben ein Schiff gefunden. Wir wollen Lichaks Mannschaft beitreten, dafür brauchten wir noch diesen Mob, den haben wir. Und auch den Job haben wir jetzt. Und die Verkleidung haben wir jetzt. So. Also sieht alles so aus, als müssen wir jetzt hier problemlos weiterkommen. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Ah, und vielleicht kommen wir da noch. So, nun aber. Jetzt müssen wir aber... Übrigens. Wie clever. Le Ship. Schon gut. Hallo, du musst die Quartiermeisterin sein. Jo, du siehst aus wie ein Typ ohne viele Möglichkeiten. Ich brauche einen Schrubbi. Du musst dir deinen eigenen Mob besorgen. Also zeig mir einen anständigen und der Job gehört dir. Okay. So. Wie wir gelernt haben, ist das Wichtigste bei einem Mob der Stil. Das Ende ist total unwichtig, aber der Stil ist wichtig. Wie überall im Leben, würde ich sagen. So. Wie wär's damit als Mob? Ich glaube, das könnte jemand sein, den ich mal kannte. Das reicht. Du bist angestellt. Toll. Wir legen bald ab. Komm doch an Bord. Dann stelle ich dich der Mannschaft vor. Ich bin gespannt auf meine Kabine. Wann ist ein guter Zeitpunkt, um das Vorteilspaket zu besprechen? Threepwood ist auf LeChocks Schiff.
Er hat eine Art Verkleidung. Sieht aus wie vom Grabbeltisch. Na und? Du glaubst doch nicht, dass das ein Problem sein könnte? Wir haben ihn nicht eingeplant. Ich hasse es nicht zu wissen, was los ist. Ich hätte ihn sofort ausschalten sollen, als er hier hereinkam. Keine Sorge. Wir werden wissen, was los ist. Ja? Wie? Ich habe einen Spion an Bord des Schiffes. Juhu, ein Achievement. Und als du dann auf LeChucks Schiff warst, hast du den Spieß umgedreht. Du hast dein Schwert gezückt und gesagt, ich bin jetzt euer Kapitän. Bringt mich nach Monkey Island oder ihr werdet alle über die Planke gehen. Mehr oder weniger. Ich heiße Gullet, aber du sollst mich nicht so nennen. Für dich bin ich der erste Schrubber. Und ich will die Großbuchstaben hören, wenn du es sagst. Großbuchstaben, kapiert. Das ist der Laderaum. Du wirst hier unten viel Zeit verbringen. Ich dachte, wir hätten eine Gewerkschaft oder so. Wie viel Zeit ist viel Zeit? Alles! Du arbeitest hier, du schläfst hier, du nimmst deine Mahlzeiten hier ein. Vergiss die Welt, die du bisher kanntest. Dieser Raum ist deine Welt. Der Rumpf ist dein Boden. Das Deck ist dein Himmel. Und ich bin die Gottheit deiner Wahl. Eine grausame und rachsüchtige Gottheit. Ich habe nur eine einfache Regel. Du darfst diesen Laderaum unter keinen Umständen verlassen. Noch Fragen? Oh, viele. Zum Beispiel. Kann ich den Laderaum verlassen? Nein! Was passiert, wenn ich den Laderaum verlasse? Ich sagte, du darfst ihn unter keinen Umständen verlassen. Ich weiß, nur rein hypothetisch. Was wäre, wenn ich es täte? Die schlimmste Strafe, die du dir vorstellen kannst. Die da wäre? Ich werfe dich wieder hier runter. Nichts ist schlimmer als das hier. Wo ist meine Koje? Du könntest in einer der Kisten gut aufgehoben sein. Ansonsten solltest du dir die Augen zuhalten, denn die Hühner picken gern. Aber es ist wahrscheinlich am sichersten, wenn du einfach gar nicht schläfst. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Auge. Was gibt's zum Abendessen? Oh, wir hätten also gern ein kleines Abendessen, ja? Nun, vielleicht können wir für Eure Majestät ein bisschen Entenbraten unter Glas arrangieren. Aber im Ernst, lerne Ratten zu fangen. Du kannst sie in deinem Mop-Eimer ertränken. Sie machen ihre eigene Soße. Was ist, wenn ich, du weißt schon. Benutz das Bullauge. Mach aber nichts auf den Sims draußen. Ich hasse unansehnliche Simse. Was genau soll ich tun? Neue Rekruten. Ihr seid alle dümmer als die Hühner. Ist das die ganze Antwort? Du sollst wischen. Ich will, dass der Laderaum glänzt, als ob er sauber wäre. Und jetzt ab an die Arbeit. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Ja, wir haben also eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich glaube, es ist Hühnerfett. Hoffentlich regen sich meine Mitbewohner nicht auf. Es ist eine inspirierende Broschüre, die ich mit mir herumtragen und lesen soll. Die sind alle gleich, nur ein Haufen Lobhudeleien über die Unternehmenskultur des Schiffes. Komm an Bord. Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder. Lass dich inspirieren. Folge LeChucks Führung. Vertrauen verletzen, Wutanfälle bekommen, Betrug begehen, Gastfreundschaft ausnutzen, falsches Zeugnis ableben, die Geliebten zerstören, das Schöne zerstören, Körperverletzung androhen, Körperverletzung begehen, die ermorden, die sich dir in den Weg stellen. Kurzfassung aus dem Buch Piraterie nach Art des LeChuck.
An die Arbeit, lasst euch nicht feuern. Le Chip ist genauso, ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt. Einschließlich dir. Also mach dir keine Sorgen, es sei denn, du wirst gefeuert, dann mach dir Sorgen. Okay. Was ein inspirierendes Faltblatt. Noch mehr Hühner? Schießpulver? Kanonenkugeln? Gold und Juwelen? Murray? In der Tat. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Aber du bist mir gegenüber im Nachteil, verwelkter Zombie-Mann. Kennen wir uns? Ja, auf einer dämonischen Schädelparty. Ich erinnere mich an einen ungeschickten Barkeeper, der einen Lava-Guavatini auf meine Krawatte schüttete. Das musst du gewesen sein. Krawatte? Und du plagst mich jetzt genauso wie früher. Ein Fluch von schmerzhaften Furunkeln auf deinem linken Fuß, weil du mich entlarvt hast. Ich bin hier undercover und sammle wertvolle Informationen für die äußerst hinterhältige Captain Madison. Madison? Sehr interessant. Oh, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Tu mir einen Gefallen und behalte es für dich, verwelkter Zombie-Mann. Kein Problem. Er hat mich also nicht erkannt. Wie kommt es, dass du für Captain Madison arbeitest? Ich dachte, du wärst dein eigener Mann, Schädel. Ich schulde ihr einen Gefallen. Das geht dich nichts an. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Oh. Hey, du hast eine Stelle übersehen. Komm schon. Hey! Du hast eine Stelle übersehen. Ist das dein Slogan oder so? Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Im Ernst, besorg dir einen neuen Dialog. Ich lasse sie in Ruhe. Sie hat ein Ei. Gut genug. Du hast eine Stelle übersehen. Ah, verrückt. Ich will mir die Aussicht nicht verderben. Also springt uns wahrscheinlich nicht so viel, da irgendwas zu wischen. Der Rest meiner Ausrüstung ist da drin. Ich hoffe, sie ist hier unten sicher. Es ist wahrscheinlich in Ordnung. Wenigstens riechen sie nicht wie lebende Hühner. Ich kann nicht viel durch dieses Ding sehen. Also wir haben Schmierfett. Das hebe ich auf keinen Fall mit meinen Händen auf. Und wir haben Geisterhühnerfutter. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Und wir haben ein Unterdeck, in das wir nicht gehen können. Wo willst du denn hin, Schrubbi? Du hast das Chaos nicht beseitigt. Fang wieder an zu wischen. Ich bereue die Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, nur ein bisschen. Ich halte Abstand. Mütter sind bösartiger, wenn sie ihre Jungen verteidigen. Warum schuldest du Captain Madison einen Gefallen? Nun, ironischerweise war ich in einer Kiste eingesperrt und sie hat mich befreit. Du meinst, so wie ich es gerade getan habe? Das ist nicht das Gleiche. Was genau hat Madison vor? Ich wäre in der Tat ein schlechter Spion, wenn ich dir das sagen würde. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Na gut. Du.
Ja. Komm schon, sag mir, was Madison vorhat. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Nicht vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man erniedrigt. Okay, also wir können mit diesem lustigen Mob alle möglichen, an alle möglichen Orte das Schmierfett verteilen. Wir können Hühnerfutter nehmen. Braves Huhn, beiß mir nicht die Finger ab, okay? Wir haben ein bisschen Geld, wir haben ein Doppelmonokel, wir haben einen Schlüssel für die Museumsvitrine, wir haben eine Karte, die wir aber nicht mehr brauchen. Wir haben einen hochmodernen Stift, wir haben Cracker, wir haben eine Visitenkarte. Pirate Times Redakteur Conrad Lee, bereit, ihr unerkanntes Genie zu veröffentlichen. Oh. Wir haben die inspirierende Einführungsbroschüre. Was ist denn auf der To-Do-Liste? Einen Weg finden, dem Laderaum zu entkommen. Ja, das ist sehr offensichtlich. Ich kann nicht viel durch dieses Ding sehen. Jo. Es ist verschraubt. Jo. Jo. Okay. Das ist die Frage. Haben wir irgendwas zum Entschrauben? Zum Beispiel dieses Messer. Dieses sehr gute Messer. Junge, die sind ja richtig eingekeilt. Aha, dann müssen wir vielleicht doch mal mit ein bisschen Fett nachhelfen. Du hast eine Stelle übersehen. Ach, verrückt. Ich gebe nur einen kleinen Klecks drauf. So. Aha. Das war ja einfach. Es ist wirklich eng. Ich kann mich nicht ganz durchquetschen. Okay. Ich weiß, was man da machen kann. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Ach, verrückt. Besser. Viel besser. Das ist jetzt ein leicht schmieriges Bullauge. Das Schmierfett hilft ein wenig. Ja, und? Das Schmierfett hilft ein wenig. Aber offensichtlich nicht genug. Die habe ich aus dem Bullauge. Ich lasse sie besser auf, solange ich auf dem Schiff bin. Das ist jetzt ein leicht schmieriges Bullauge. Ja, durch das ich immer noch nicht durchkomme. Warum eigentlich nicht? Mm-hmm.
Oh, natürlich. Da hätte ich ja natürlich auch noch drauf kommen können. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Na, verrückt. Kann mich nicht selber wischen. Und kann ich mich nicht selber wischen? Das hätte die Sache doch noch mal sehr verbessert. Schade. Du hast eine Stelle übersehen. Ah, verrückt. Aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Brauch einfach sehr viel Fett. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, aber mit dem Mob passe ich nicht durch. Es funktioniert. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Es geht nicht auf. Das ist ein großes Ruder. Es geht nicht auf. Geht denn hier überhaupt gar nichts auf? Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Und nachdem ich sie bis auf den letzten Mann abgeschlachtet hatte, forderte ich meine Beute ein. Schaut euch das an, meine Lieben. Die einzige Karte, die den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island zeigt. Ja. Die Karte wird in meiner Kabine aufbewahrt. Niemand darf sie berühren oder in irgendeiner Weise durcheinander bringen. Bevor wir der Karte folgen können, müssen wir uns natürlich auf den Weg nach Monkey Island machen. Wie ist der Stand beim Zaubertrank? Warte, es gibt einen Zaubertrank? Erinnerst du dich nicht mehr an meine andere Geschichte? Um nach Monkey Island zu gelangen, muss man einen besonderen Trank brauen. Wie funktioniert der Zaubertrank? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Es ist Magie. Er hilft nur, Monkey Island zu finden. Was ist drin? Mal sehen. Da ist Tintenfischtinte und Affenblut drin. Und ein gepresster Schädel. Daran kann ich mich gut erinnern. Außerdem Zimt, Minze und Schwefel. Und einige Farb- und Konservierungsstoffe. Oh, und ein lebendes Huhn. Aber hör zu, du solltest dir darüber noch keine Gedanken machen. Warte, bis du 12 bist oder so. Aber du und LeChuck, ihr wart beide schon einmal dort. Warum konntet ihr nicht einfach dorthin segeln? So funktioniert das nicht. Man muss den Trank jedes Mal neu herstellen. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Der Trank ist fast fertig, Captain. Jetzt fehlt nur noch ein plattgedrückter Schädel und wir sind bereit, ihn zu kochen. Hervorragend! Du da! Da hinten! Der Neue! Ich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor.
Wir haben uns vor etwa einer Stunde kennengelernt, während Iron Rose mich herumgeführt hat. Ich bin der neue Schrubbi. Da klingelt bei mir nichts. Nun, egal. Geh und hol uns einen Schädel. Einen Platten. Noch Fragen? Warum brauchen wir einen Schädel? Um den Voodoo-Trank fertigzustellen. Das haben wir doch gerade besprochen. Warum muss es ein platter Schädel sein? Weil es im Rezept so steht. Wo soll ich nach einem Schädel suchen? Das ist dein Problem. Kann ich mich hocharbeiten? Klar. Direkt in die Takelage, wo du die nächsten Jahre an deinen Knöcheln hängen wirst. Kapiert? Schon gut. Ja, man gewöhnt sich daran. Ja, ich schätze mal, dann machen wir das, wenn der Mann das will, nicht? Ich überlege, ob ich doch das Mikro wieder hier drüber drehe. So ist es auch nicht schlecht. Naja, gut. Bleibt's. Ja, dann machen wir das mal. Ich kümmere mich darum. Ein Schädel. Platt. Dann beeil dich damit. Sitzung vertagt. Wir machen den Zaubertrank fertig und dann werde ich versuchen, die Karte in die Finger zu bekommen. Okay, klingt nach einem Plan. Wie läuft es mit dem Zaubertrank? Du hast den Captain gehört. Er ist fast fertig. Geh und finde einen platten Schädel, wie er es dir aufgetragen hat. Wenn du das nicht kannst, nimm einen normalen Schädel und mach ihn platt. Ja, ist doch ganz klar. Wenn man keinen platten Schädel hat, dann muss man einen platt machen. Einen schönen Schädel hast du da, Applebaum. Bevor du auf dumme Gedanken kommst, ich bin ein Geist. Mein Schädel funktioniert nicht. Und Putra hat schon gefragt. Warum steckst du nicht deinen eigenen Kopf in den Topf und schaust, was passiert? Keine Sorge, ich habe mich nur unterhalten. Ich werde woanders einen Schädel finden. Solltest du nicht oben im Krähennest sein und Ausschau halten? Die beste Show ist hier unten. Ich will sehen, ob du die Sache mit dem Schädel vermasselst. Aha. Sehr kooperativ. Kann ich im Krähennest nach einem Schädel suchen? Es gibt nichts, was du da oben brauchst. Warum denn nicht? Irgendwelche Ideen, wo man einen Schädel finden kann? Ich bin eigentlich mehr ein Beobachter als ein Helfer. Wie ist es für LeChuck zu arbeiten? Ich kann nicht klagen. Wirklich? Das steht im Mitarbeiterhandbuch. Nicht klagen. Du wirst länger leben, wenn du dir das merkst, Neuling. Haben wir eine Gewerkschaft? Du sicher nicht, Schrubbi. Ich muss los. Ich habe einen Job zu erledigen. Mein Beileid. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Der allererste Punkt der Sicherheitsvorkehrungen auf dem Schiff ist, Kratzbürste niemals zu streicheln. Gut, dann machen wir das nicht. Sieht aus, als wäre sie leer. Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Oh, ich habe sie kaum berührt. Sie ist einfach auseinandergefallen. Ich bin kaum in die Nähe gekommen. Manchmal reicht das schon.
Ja, da müssen wir wohl, was müssen wir denn da wohl? Ein paar Schrauben verwenden. Ich werde mein Hemd wahrscheinlich in ein paar Wochen waschen, wenn es anfängt, Moos anzusetzen. Aha! Du bist rausgekommen! Dass ihm das aufgefallen ist. Hey Murray, warum kommst du nicht mit mir? Ich kann dir das Schiff zeigen. Nein. Wie nein? War keine Einladung. Ich denke wirklich, du solltest mit mir kommen. Nein. Ich kann dich in die Nähe von LeChuck bringen. Ich würde sehr gern LeChuck persönlich ausspionieren können. Nun gut, du darfst mich transportieren. So. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich diesen Weg nicht nehmen, also gehen wir wieder durch das Bullauge. Ja. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. So, nun müssen wir natürlich aber den Schädel noch plätten. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen. Du musst etwas für das Team tun. Ich sehe kein Team. Nur dich, verwelkter Zombie-Mann. Ich versichere dir, dass alles, was du vorhast, nichts im Vergleich zu den Qualen sein wird, die ich... Ah! Die Kopfschmerzen von meiner alten Kanonenverletzung sind weg. Oh, prima. Und sie wurden durch brandneue, noch quälendere ersetzt. Ich würde deine Methoden bewundern, wenn du sie bei jemand anderem angewendet hättest. Danke, schätze ich. So. Dann haben wir jetzt wohl einen geplätteten Murray. Murray, ich fürchte, ich habe noch mehr schlechte Nachrichten für dich. Ich, Murray, höre keine schlechten Nachrichten. Ich bin schlechte Nachrichten. Mein Antlitz ist der Vorbote, der denjenigen, die mich nur erblicken, Angst und Schrecken einjagt. Es sei denn, sie sehen dich von der Seite an, dann haben sie vielleicht Angst, sich zu schneiden. Du hast mich zwar mit der Mangel zerquetscht, aber ich bin unaufhaltsam. Es gibt nichts, was du tun könntest, um... Nächster Halt, Monkey Island. Schrobi? Warum bist du nicht im Laderaum? Du bist noch nicht bereit für das Deck. Wo ist dein Mob? Und außerdem... Ich kann das erklären, Sir. Ich schätze, du wirst jetzt der erste Schrubber sein, wie auch immer dein Name lautet. Eine Beförderung. Ich werde sie nicht enttäuschen. Er ist ruiniert, jetzt, wo er verschüttet wurde. Beginnt erneut mit der Herstellung des Trankes. Ich werde in meiner Kabine sein und mit meiner Sammlung von fremden Zähnen knirschen. Ist es überhaupt möglich, den Trank nochmal herzustellen? Nein! Beim ersten Mal haben wir die Zutaten gerade so zusammengekratzt. Jetzt ist uns fast alles ausgegangen. Wer will es LeChuck sagen? Niemand sollte es LeChuck sagen. Lasst uns nichts Dummes tun. Stellen wir den Kessel wieder auf und tun so, als würden wir daran arbeiten.
Vielleicht vergisst er es dann irgendwann. Du kennst LeChuck nicht so gut wie ich. Aber das verschafft uns etwas Zeit. Ist das einer dieser Fälle, in denen du alle Zutaten durch andere ersetzt und es trotzdem funktioniert? Nein, sie hatten recht. Wir konnten den Zaubertrank nicht noch einmal herstellen. Aber du hast mir doch gesagt, dass man nicht nach Monkey Island kommt, wenn man nicht den Zaubertrank herstellt. Aber wie sich herausstellt, gibt es einen Weg. Wir Geschichtenerzähler nennen das, was jetzt passiert, eine Wendung. Okay, was hast du getan? Gab es eine magische Karte, ein uraltes Meerestier? Hast du die Insel statt des Schiffes bewegt? Hey, willst du die Geschichte erzählen oder mir zuhören? Muss ich darauf antworten? Es gab ein wichtiges Teil des Puzzles, das ich noch nicht gesehen hatte. Ich begann damit, mich auf dem Schiff nach Möglichkeiten umzusehen. Hey! So. Ja, und da haben wir doch tatsächlich schon wieder eine 45-Minuten-Session herumbekommen, sozusagen. Das ist ja nicht schlecht. Wir haben ja auch einen größeren Teil dieser Herausforderung quasi bewältigt. Jetzt haben wir wieder ganz andere Ziele. Wir können ja kurz nochmal einen Blick auf die To-Do-Liste werfen. Genau, wir müssen die Karte noch stehlen und wir müssen einen alternativen Weg nach Monkey Island finden. Nichts leichter als das, könnte man meinen. Ja, von daher an dieser Stelle ein Päuschen und dann geht es in der nächsten Folge quasi weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!